There were times in my life I was lonely. Now the season has changed and I only wanna live my life. I wanna live my life. I wanna live my life with you by my side. Eine richtig gute Idee ist meistens simpel zu beschreiben. Der Weg dahin ist aber nicht unbedingt simpel. Keine wirklich bewegende Idee aus dem Marketing wurde nur auf Grundlagen von rationalen Erkenntnissen getroffen, sondern emotional mit dem Bauch. Genau das mache ich jetzt hier auch. Ja, genau das ist das Thema Transformation. Man muss Liebe in das reinstecken, was man macht. Sonst wird es nichts. Sonst bin ich MeToo, so wie alle. Häufig steckt Kraft in einfachen Ideen. Eine einfache Message. Yes, we can, oder so. Hat jeder sofort verstanden und es hat genau das auf den Punkt gebracht. Den hatte ich. Den alten Tascam-Kassettenrekorder. Damit habe ich unser erstes Demo gemacht. Damals. Eigentlich war das der Grundstein zum Erfolg. Wenn ich die Band nehme als Team, dann wird schon im Team komponiert und Musik entsteht, aber vor allen Dingen durch das Zulassen von Ideen anderen, die man aufnehmen muss in der Runde und wiederum spiegelt in dem Moment, wo man das Gitarrenriff oder den Basslauf oder die Drums so spielt, wie einer gerade gesagt hat, wie er sich das vorstellen kann. Das heißt also ein permanentes Aufnehmen von Ideen, Empfehlungen oder einfach nur Hinweisen, diese Kultur des sich inspirieren Lassens, Ideen zu entwickeln, hängt ganz stark eben von den Menschen ab, wie die miteinander interagieren und wie sie auch in der Lage sind, sich inspirieren zu lassen oder für sich das kultiviert haben. Und wenn man auf der Suche ist nach dieser Seele oder nach dieser Kraft, die in einer Idee steckt, dann ist das Grundvoraussetzung. Und das ist das, was wir bei Greencurrent, glaube ich, wie nur wenige schaffen. Menschen unter einem Anspruch, unter diesem Haltungsgedanken zu vereinen und dabei gute, positive Energie zu entfalten. Now the season has changed and I only wanna live my life, I wanna live my life, I wanna live my life with you by my side. There were times in my life I was lonely. Now the season has changed and I only